Herzlich willkommen bei Wer will Cloud.com. V für Vape und ab heute auch für Victory. Ja, da hat die Steffens doch eine volle Klatsche gekriegt. Wahre Größe erkennt man in der Akzeptanz und der Anerkennung der Niederlage. Es gibt dieses Zeichen auch nochmal so, mal direkt an die Babsi. Um es kurz zu machen, das Oberverwaltungsgericht vom Land in Nordrhein-Westfalen hat heute entschieden. Und zwar unter dem Ganzen steht ein Satz, der so richtig schön ist. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes ist unanfechtbar. Das Gericht hat schlichtweg einfach mal den Beschluss einzementiert, in Stein gemeißelt, wie auch immer man das nennen mag. Vor allen Dingen haben sie mehr oder weniger den Trick aufgedeckt, den die Steffens hier verwendet hat, nämlich, dass ihre Warnung wie ein Verbot wirkte. Und das darf sie jetzt nicht mehr. Das Dampfen macht mir heute richtig Spaß. Nun gut, sie hat ja schon für das Nichtrauchergesetz gekämpft. Sie hat zwischendurch mal gesagt, dass sie stark geraucht hat, war nicht gut in ihrer Jugend, aber sie hat von einem Tag auf den anderen aufgehört. Will hier jetzt keine Gerüchte verbreiten, aber vielleicht hat sie auch noch andere Sachen ausprobiert. Und naja, manche Sachen hinterlassen ganz schöne Schäden. Sie ist absolut beratungsresistent. Man kann so schön erkennen, wie Politiker schlichtweg einfach mal Recht und Ordnung missachten. Da sagt ihr ein Gericht, nö, ist nicht. Haut sie direkt ins Pressearchiv, mal eine halbe DIN A4 Seite. Doch tatsächlich in den meisten EU-Ländern die E-Zigarette sowieso als Arzneimittel eingestuft ist. Es ist die Krönung. Sie bringt doch tatsächlich nochmal wieder die Atemwegsreizung ins Spiel, die aus der völlig falsch interpretierten und komisch erstellten 30-Raucher-Studie hervorkam. Sie bringt nochmal die Lungenfachärzte ins Spiel. Und jetzt mal zum Thema Lungenfachärzte. In meinem letzten Video habe ich es schon gesagt. Ich bin schwerer Asthmatiker und das sehr, sehr lange gewesen. Ich habe Theophyllin genommen. Ich habe meinen Inhalator mehrmals am Tag benutzt. Und seitdem ich dampfe, und nicht mehr Rauch, geht es mir immer besser. Ich habe allen Ernstes vom Lungenfacharzt mitgeteilt bekommen, dass mein Level, also meine Lungenfunktion, jetzt bei 110% liegen. 110% kommt zustande, weil man einmal irgendwann einen 100% Wert zugewiesen bekommen hat. Ich war auf 79% runter und liege jetzt bei 110%. Atemwegsreizung. Verspüre ich nicht. Genauso wie alle anderen Dampfer. Weil hätten wir Atemwegsreizung, würden wir nicht dampfen. Aber man kann das natürlich noch mal gerne ins Pressearchiv reinhauen. Und ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich völlig ungeniert. Beratungsresistent, nicht lesen können, Studien, die ihr vorgetragen werden, nicht interpretieren oder verstehen können. Was mir am meisten Freude macht, das ist ganz klar, alle Zeitungen haben heute darüber berichtet, was für eine Klatsche sie gekriegt hat. Der Stern, der Spiegel
und einige andere der üblichen Verdächtigen auch, die ja so schön mit auf den Zug gesprungen sind. Ja, die E-Zigarette gehört auf den Scheiterhaufen. Ich sag nur, die Geister, die ich rief. Ich glaube, sie ist nicht verdampft, sondern verbrannt. Nehmen wir mal an, dass das Ganze jetzt so richtig schön mit in den Wahlkampf fließt. Die Zeitungen werden noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Und ich nehme mal an, einige ihrer Parteikollegen wird das Ganze jetzt langsam zu bunt. Ist nämlich gut möglich, dass sie ihre Fälle wegschwimmen sehen. Und so ein kleines Thema wie die E-Zigarette mit 450.000 Nutzern in Nordrhein-Westfalen, so sind jedenfalls die Zahlen, die ich in Erfahrung bringen konnte. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Aber ich glaube schon, dass da einige Grünwähler bei waren. Und ich sag nur im Saarland, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 150 Stimmen haben dazu geführt, dass sie ihre 5% bekommen haben. 150 Stimmen. Die Piraten werden keine Angst haben müssen. Da bin ich mir ganz sicher. Mal gucken, wer jetzt die dritte Kraft wird. Googelt mal, guckt euch die Mainstream-Zeitungen an, erfreut euch an den Berichten, die im Endeffekt genau das Gegenteil von dem besagen, was sie noch vor Wochen und Monaten geschrieben haben. Damit haben wir jetzt einen Unterstützer, wo wir sicherlich nie mit gerechnet haben. Klar, Medien springen immer auf den Zug, der am meisten bringt. Und im Moment bringt es am meisten eventuell doch, uns zu unterstützen. Ja, Schadenfreude, den Rest kennt ihr. Ich werde noch mal ein bisschen dampfen. Das hier ist übrigens ein Nuller-Liquid. Ich habe mal auf das schlimme Nervengift verzichtet. Bin mir dessen aber bewusst, was Nikotin anrichtet. Und sie wird weiterhin wild um sich treten. Und das kann sie auch. Sie hat ja ein so hohes demokratisches Verständnis, dass sie auf Abgeordnetenwatch erstmal die Kommentarfunktion deaktiviert hat. Ja, ich könnte jetzt ein paar Links von Facebook unten reinhauen, wo viele, viele Stimmen sich doch darüber äußern, was sie davon halten. Aber das tut, glaube ich, gar nicht nötig, denn ich könnte mir vorstellen, dass das hier eins der letzten Videos ist, die über die Barbara Steffens von mir kommen. Ich glaube, sie ist Vergangenheit. Geschichte nicht. Weil Geschichte ist etwas, was man weitergibt. Vergangenheit. Was qualifiziert sie eigentlich für den Posten einer Ministerin? Sie ist für uns da, sie repräsentiert uns. Sie ist von uns gewählt. Von mir nicht. Ich wohne aber auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Und von den jetzigen Dampfern in Nordrhein-Westfalen wird sie sicherlich auch nicht gewählt werden. Und auch sicherlich nicht ihre Partei. Und jetzt nochmal ein fröhliches Dampf an alle Dampfer, die sich nicht knechten lassen. Im Endeffekt ohne Worte wie Winston Churchill.